Hallo zusammen, mein nächstes Review ist heute dran. Diesmal geht es um eine Tastatur, die mir zeigen soll, wie man falschen Bewertungen auf dem Laien gehen kann. Und zwar handelt es sich hier um eine nicht mechanische, mechanische Tastatur. Zur Erklärung, mechanische Tastaturen sind im Trend, sind natürlich auch entsprechend teuer, haben dafür aber ein tolles Feedback, halten gefühlt ewig, meiner Erfahrung nach zumindest. Und ja, da versuchen dann natürlich auch Firmen auf den Zug aufzuspringen und was Billiges anzubieten. Und so war hier diese Tastatur hier, die Real Internet Idea Colorful LED Backlight bla bla bla, neulich im Blitzangebot bei Amazon. 18 Euro, muss ich jetzt lügen, und 69 Cent gab es das. Ich mache es jetzt mal auf. Mittlerweile kostet sie wieder 21,99. Aber das ist immer noch sehr viel billiger als eine normale Tastatur mit echten mechanischen Tasten, wie zum Beispiel den MX Brown, die ja sehr beliebt sind. Oder meinetwegen auch Rocket Vulcan gibt es ja mittlerweile. Razer hat auch eigene Tasten. Schneiden wir den Quatsch mal hier auf. So, jetzt gucken wir mal, was diese mechanische, nicht mechanische Tastatur so zu bieten hat. So, also erstmal. Sieht man direkt, da ist nichts dran. Also keine Leiste mit Multimedia-Tasten und dergleichen. Keine Handballenauflage. Sogar Plastik hat man gespart. Aber das kann man ja durchaus so als Design-Tastatur sehen. Also gefällt mir auch ein Stück weit. Gerade auf schmalen Schreibtischen bietet sich das an, wenn es immer so drückt. Es hat tatsächlich ein bisschen das Gefühl von einer mechanischen Tastatur, aber nicht so wirklich, zumal in der Beschreibung heißt es, diese Tastatur hat nur das Gefühl einer mechanischen korrekterweise, ist aber in Wahrheit keine. Und es wird eben nicht erwähnt, welche denn jetzt. Sind es die Browns, die ein guter Kompromiss sind für Spieler und Vielschreiber, oder vielleicht die Blacks, die nur zum mehr oder weniger nur zum Schreiben gedacht sind, oder die MX Reds vielleicht, die sind meines Wissens gut für Gamer. Das wird nicht erwähnt. Vor allen Dingen das Beste ist hier die Beschreibung. Ich lese es mal vor. Also, das ist alles Google übersetzt. Und zwar heißt es da: Bitte beachten Sie, Sie kleingeschrieben, RK100 Plus ist nur ein mechanischer Gaming-Tastatur spüren, nicht eine echte mechanische Tastatur. Gut, ist eine kleine Firma, kann man hier nachsehen, dass das bei denen so der Ton ist, dass man sich keine Übersetzung leisten kann. Aber das Problem ist, es geht in den Rezensionen so weiter, es sind mittlerweile 28, 4,9 von 5 Sterne. Müsste ja ihr absolutes Top-Produkt sein. Auch wenn sich das nicht wirklich wie eine mechanische Tastatur nach meinem Empfinden anfühlt. Aber wer normale Tastatur mit Gummidom gewöhnt ist, findet sie vielleicht gar nicht so schlecht. Dennoch 4,9 Sterne bei so viel Bewertungen, das ist schon happig. Und jetzt gucke ich mir die Bewertung an. Das sind dann so urdeutsche Namen wie Raphael Baumann, Gerhard. Dann sind da, ist da ein Jeff drunter, ein Longfei, wie auch immer. Aber das liest sich auch alles wie aus dem Google-Übersetzer. Der Klang des Klopfens ist sehr gut und eignet sich zu benutzen, heißt es da zum Beispiel. Man wird bei längerem Gebrauch nicht müde fühlen. Man auch noch mit Doppel-N geschrieben. Ja, also ich glaube nicht, dass das eine Rechtschreibschwäche ist. Der Herr heißt dann auch passenderweise Wang Xi. Ja, ich kann kein Chinesisch, Chinesen kein Deutsch. So ist es nun mal. Und da frage ich mich dann persönlich, sehr gut Tastatur steht hier zum Beispiel, warum Amazon sowas noch als Blitzangebot anbietet. Und diese Fake-Bewertungen
alle so durchgehen lässt. Da habe ich auch noch gefunden, das ist das Handbuch, also Lieferumfang. Gut, kostet nicht viel, ist dann entsprechend knapp. Und hier auch, Rie ist eine bekannte und professionelle Marke für Computerzubehör. Wir bemühen uns immer um die Entwicklung interessanter und perfekter Produkte. Jeder Produktausfall aufgrund von Qualitäts- oder anderen Mängeln kann sofort die hohe Qualität unseres sofortigen Wartungsservice genießen. Ja, schön. Bilder nur als Erklärung. Heißt, könnte abweichen. Nehme ich mal an. Sehe ich jetzt auf dem ersten Blick nicht. Hier noch ein paar Informationen. 5 Millionen Klicks hält das Ding aus. Auf Windows, Mac und so weiter. USB oder die Hintergrundbeleuchtung. Das testen wir gleich mal aus. Und FN plus PGDN reduzieren Hintergrundlicht und FN plus PG. Achso, nicht DN steht für Down, aha. Und PG up erhöhen Hintergrundlicht. Ja, wo haben wir die Tasten denn? So, ich schließe die Tastatur jetzt einfach mal an. Gucken, was passiert. Oh, es passiert wirklich was. Und es wäre Licht, es wäre bunt. Eine richtige RGB-Beleuchtung scheint das nicht zu sein. Sieht aber ganz interessant aus. Also, ich glaube, mein Neffe würde es ganz gut finden. Fortnite-Spieler sowieso. Ich will es jetzt nicht zu schlecht machen. Ja, also das ist immer subjektiv. Manche mögen die Beleuchtung, manche nicht. Aber jetzt gucken wir mal nochmal in die Anleitung. Also FN, hier die Funktionstaste, die haben wir da. Und PGDN und PGUP, Down und Up. Ich nehme an, das sind Bild auf und runter gemeint. Da sind da zumindest Beleuchtungselemente aufgedruckt. Das testen wir mal. Also das ist die maximale Helligkeit schon. Drunter geht es auch. Bis zum Maximum wieder. So, dann habe ich gerade, als die Kamera raus war, noch herausgefunden, FN und dieser Taster hier macht hier so einen pulsierenden Effekt rein. Auch ein nettes Gimmick, wenn auch eine Ablenkung wahrscheinlich. Aber wie gesagt, wer es mag, das haben auch teurere Tastaturen, man muss es ja nicht anstellen. Und so, und dann haben wir noch hier die Erläuterung, also wie ich vorhin schon erwähnte, Funktionstasten sind hier nicht zusätzlich drauf, sondern die sind mit integriert. Lautstärke und so weiter, Play, also das gibt es auch auf vielen teuren Tastaturen. Insofern ist es eigentlich alles dran, nur wie gesagt, ganz so hochwertig ist es nicht. Aber ich sag mal, für 20 Euro ist ganz okay. Zahlbarkeit. Puh. Das ist natürlich alles einfaches Plastik. Hier kann man das Ding auch noch. Das fühlt sich auch sehr, sehr filigran an. Also, da hätte ich jetzt Angst, dass es mir irgendwann auseinanderbricht. Weil solche Sorgen sind ja meist unbegründet. Andererseits, wenn man jetzt der Typ ist für Wutanfälle, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man bei einem verlorenen Mensch da rein klatscht mit der Faust, als wenn man es bei einer teuren Tastatur machen würde. Ja, hier kann man auch noch so ein bisschen reingucken. Da sieht man halt auch, so eine mechanische Tastatur. Ja, also könnte man jetzt abmachen, wollte ich fast sagen, kann man auch hier, also die Caps gehen runter. Allerdings bei einer mechanischen Tastatur würde man jetzt hier drücken können. Hier drin sieht man ein bisschen Gummi. Ich weiß nicht, ob es man bei der Kamera sieht. Also wie gesagt, das ist halt nicht mechanisch. Machen wir die mal wieder drauf. Und das ist schon mal ein Pluspunkt. Mal gut sauber machen. Aber ich würde sie jetzt nicht als Vielschreiber kaufen, wenn man eine mechanische gewohnt ist. Allerdings habe ich letztens mal auf dem Dachboden noch die von Microsoft
eine alte Tastatur gefunden. Da konnte ich gar nicht mehr drauf schreiben, weil ich so gewohnt bin, auf eine mechanische zu tippen. Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwie was eingebe, das geht dann natürlich schon wesentlich besser wie bei irgendwelchen anderen billigen Tastaturen. Also dieses mechanische Imitat. Wie gesagt, wenn man es nicht besser kennt, denke ich, wird es einen ansprechen. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass manche der Bewertungen, die vorher keine echte mechanische in der Hand hatten, dass diese Bewerter echt sind. Aber wie wir gerade gesehen haben, die meisten halt nicht. Und da wird dann halt ein Produkt gepusht, das es eigentlich gar nicht verdient hat. Ich denke mal, für 20 Euro 3 Sterne kann man geben. Langzeiterfahrung, wenn die gut ist, möglicherweise auch 4. Aber das, was Amazon da so durchgehen lässt, das finde ich so nicht in Ordnung. Mal ganz ehrlich, ich werde das Ding jetzt wahrscheinlich entweder zurückgeben oder mal meinen Neffen fragen, ob er eigentlich schon einen PC und eine Tastatur hat. Ansonsten, wenn man 100 Euro Tastaturen gewohnt ist, ich sag mal, vielleicht als Ersatz, wenn sie mal kaputt geht für unterwegs, wobei dafür ist sie dann wieder zu unhandlich. Und die sieht jetzt auch nicht so hochwertig aus, aber dass sie jetzt 20 Euro nur gekostet hätte, beziehungsweise in meinem Fall 18,69, da sieht man ja dann tatsächlich nicht an. Also kann man mit glücklich werden, trotz Verarsche. Ist, denke ich mal, wie bei einer schlechten TV-Serie oder bei einer mittelmäßigen Serie. Kann einen auch unterhalten. Deswegen hat sich aber trotzdem nicht das Niveau von Game of Thrones, die ersten Staffeln, oder Star Trek Deep Space Nine oder was auch immer. Ich habe einen Link in die Videobeschreibung reingetan, dann könnt ihr euch die gerne mal angucken und euch die Rezension mal durchlesen und dann selber mal herausfinden, welche davon echt ist, welche nicht. 28 gibt es mittlerweile. Alle positiv, die schlechteste hat 4 Sterne, damit kommt man auf 4,9 von 5 Sternen. Ja, Amazon lässt es durchgehen. Und der PC-Spieler, der auf solchen Beleuchtungsquark steht, der schlägt dann noch zu. Aber man kann es ja auch umtauschen. Und das werde ich tun. In dem Sinne, abschalten und einen schönen Abend noch.